Mein Name ist Julia Killett. Ich leite den Kurt-Eisner-Verein für politische Bildung in Bayern und ich habe eine Dissertation geschrieben über die Rezeption Rosa Luxemburgs, genauer gesagt über die Darstellung Rosa Luxemburgs in der Biografie und in der Literatur. Wenn man Leute auf der Straße fragt, wer war Rosa Luxemburg, dann wissen die meisten, dass sie ermordet wurde. Aber was das für genaue Umstände waren, das wissen die meisten nicht. Ich habe mich ja in meiner Dissertation mit der Rezeption Rosa Luxemburgs beschäftigt, also mit ihrer Wahrnehmung in der Gesellschaft und aber auch in der Literatur und Politik. Und musste mich deswegen natürlich auch sehr intensiv mit ihrer Ermordung auseinandersetzen. Und ich muss sagen, dass die Ermordung erstmal äußerst brutal abgelaufen ist. Es waren 6 Marineoffiziere, 6 hochrangige Marineoffiziere, die Rosa Luxemburg ermordet haben. Sie wurde im Endeffekt, könnte man sagen, dreifach ermordet, damit sie auch wirklich tot ist. Sie wurde erschlagen, erschossen und ertränkt. Die Brutalität spiegelt den wahnsinnigen Hass auf Rosa Luxemburg wider. Stand sie doch wie keine andere für Sozialismus, Internationalismus und Antimilitarismus. Sie griff das Deutsche Kaiserreich in seinen Grundfesten an. Sie kämpfte ihr Leben lang gegen den Kapitalismus. Und deswegen musste sie so brutal ermordet werden. Das ist der Hass, der sich widerspiegelt auf Rosa Luxemburg und ihr ständiges Engagement. Als ich anfing, mich mit der Ermordung zu beschäftigen, bin ich ständig über Geldsummen gestolpert. Also zum Beispiel als die Wilmersdorfer Bürgerwehr, das waren diejenigen, die das Versteck von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 verraten haben. Die haben für diesen Verrat 13.000 Mark bekommen. Das war eine sehr große Summe Geld. Das waren 8 Männer, die sich zu einer Bürgerwehr zusammengeschlossen hatten. Derjenige, der Rosa Luxemburg den Gewehrkolben an den Kopf geschlagen hat, der hat 100 Mark dafür bekommen und ich habe mich gefragt, woher hatten die das Geld? Und als ich dann weiter geforscht habe, bin ich auf einen sogenannten Anti-Bolschewisten-Fonds gestoßen und habe dann herausgefunden, es waren 50 Elite-Vertreter der deutschen Wirtschaft, die 500 Millionen Mark zusammengesammelt haben, um die Novemberrevolution niederzuschlagen. 500 Millionen Mark, das war sehr, sehr viel Geld zu diesem Zeitpunkt. Und mit dabei waren Firmen, die wir noch heute kennen, zum Beispiel Siemens, AEG, die Borsig-Werke. All die haben das Geld zusammengesammelt. Die Soldaten, die von dem Anti-Bolschewisten-Fonds profitierten, die mit diesem Geld andere Soldaten, die ebenfalls im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, ermordeten, und zwar bestialisch. Die spielten nachher alle eine wichtige Rolle im Nationalsozialismus. In der Weimarer Republik begann ein Zerren an der toten Rosa kurz nach ihrer Ermordung. Auf der einen Seite war die KPD, die Rosa Luxemburg für sich vereinnahmen wollte, Rosa Luxemburg als Märtyrerin aber auch gesehen hat. Vielleicht zum Hintergrund, Rosa Luxemburg hatte 2 Wochen vor ihrer Ermordung die KPD mitgegründet. Sie hatte sich zwar noch auf dem Gründungsparteitag für den Namen Sozialistische Partei ausgesprochen, aber dieser Antrag wurde abgelehnt. Besonders deutlich wird die Wahrnehmung Rosa Luxemburgs aus Sicht der USPD in einer Biografie von Luise Kautsky. Das ist eigentlich die erste Biografie, die über Rosa Luxemburg erschienen ist, aus der Perspektive einer guten Freundin. Die erschien 1929. Zu diesem Zeitpunkt war die KPD eigentlich schon dabei oder lange dabei, sich von Rosa Luxemburg zu lösen. Was war geschehen? 1922 veröffentlichte Paul Levy Rosa Luxemburgs Schrift zur russischen Revolution. Diese Schrift hatte Rosa Luxemburg 1917 im Gefängnis verfasst, aber sie ist zu ihren Lebzeiten nicht veröffentlicht worden. Darin hatte Rosa Luxemburg natürlich die russische Revolution voller Begeisterung begrüßt 1917. Ich meine, sie hat ja auch ihr ganzes Leben lang für die Revolution gekämpft. Aber gleichzeitig hatte sie Kritikpunkte. Sie kritisierte den politischen Terror in Russland. Sie kritisierte aber auch fehlende politische und soziale Freiheiten.
Nach der Meinung Rosa Luxemburg konnte eine sozialistische Gesellschaft nur aufgebaut werden mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit, mit Organisations- und Versammlungsfreiheit. Vielleicht noch mal kurz zu Paul Levy. Paul Levy war Rosa Luxemburgs Anwalt und er war KPD-Mitglied und er war auch ihr Liebhaber. Die beiden hatten eine stürmische Liebesaffäre. Als die Schrift zur russischen Revolution 1922 erschien, sah Lenin seine Revolution angegriffen. Und er antwortete darauf mit einem Zitat, das berühmt wurde und das zu Rosa Luxemburgs rezeptionsgeschichtlichen Schicksal werden sollte. Einerseits sagte er, dass sie zwar eine bedeutende Vertreterin der ArbeiterInnenbewegung war, andererseits sagte er, dass sie in so vielen Punkten ihres Werkes geirrt hätte. Und dann kommen seine fünf großen Irrungen, wo Rosa Luxemburg überhaupt Fehler gemacht hätte oder angebliche Fehler gemacht hätte. Und von diesem Zeitpunkt an wurde das Werk von Rosa Luxemburg von der Komintern und von der KPD nach Fehlern durchsucht. Alles, was von Lenin abwich, wurde zu diesem Zeitpunkt als Luxemburgismus beschrieben. Luxemburgismus war abwertend gemeint. Die KPD-Abgeordnete Ruth Fischer ging sogar so weit zu sagen, dass Rosa Luxemburgs Werk wie ein Syphilis-Bacillus war. Das Bild der fehlerhaften Rosa Luxemburg, das zog sich bis in die DDR hinein, also der Vorwurf des Luxemburgismus. Rosa Luxemburg wurde zwar als Ikone verwendet, sie wurde auf Fahnen herumgetragen, es gab auch Briefmarken und sie wurde abgebildet, aber man sollte sich besser nicht mit ihrem Werk auseinandersetzen. Das alles wurde nochmal unterfüttert, als 1951 eine Biografie erschien von Fred Oelsner. Aber das war nicht wirklich eine Biografie, sondern eher ein Buch, was sich mit den Fehlern Rosa Luxemburgs auseinandersetzte. Und Fred Oelsner schrieb darin, dass es sich bei den Fehlern um ein ganzes System voller Fehler handelte. Erst Anfang der 1970er Jahre gelang es Annelies Laschica und Günter Ratsch und mit viel Engagement die gesammelten Briefe und gesammelten Werke Rosa Luxemburgs zu veröffentlichen. Die Schrift, die umstrittene Schrift zur russischen Revolution, konnte allerdings erst 1974 veröffentlicht werden und in Moskau erst 1990. In der BRD hingegen hielt sich das Bild der blutigen Rosa Luxemburg, die Deutschland nach dem Vorbild der russischen Revolution ins Verderben stürzen wollte, der Repräsentantin des Kommunismus. Besonders deutlich wurde die Wahrnehmung Rosa Luxemburgs in der Gesellschaft, als 1974 eine Briefmarke mit Rosa Luxemburgs Porträt erschien. Und der Bundespostminister Horst Ehmke von der SPD zu dieser Zeit erhielt 200 Protestbriefe. Es gab einen wahnsinnigen Aufschrei in der Gesellschaft. Die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden lehnte sogar Briefe ab, die diese Briefmarke trugen. Und ein Leser schrieb in der Zeitung, dagegen ist Ulrike Meinhof geradezu ein harmloses Schäfchen. Dieser Briefmarkenstreit, der es sogar bis in den Bundestag geschafft hat, also im Bundestag musste darüber debattiert werden. Und ich finde, das zeigt sehr deutlich wieder, wie sehr Rosa Luxemburg noch gefürchtet wurde, auch in der BRD. Ich habe mich ja in meiner Dissertation mit der Rezeption beschäftigt und dazu gehört natürlich auch die politische Wahrnehmung Rosa Luxemburgs, aber in erster Linie habe ich mich damit beschäftigt, wie Rosa Luxemburg in der Literatur und in Biografien dargestellt wird. Und es ist deutlich geworden, dass die Biografien ganz andere Rosa Luxemburg-Bilder zeichnen, dass sie sich eben nicht an den politischen Stigmatisierungen orientieren, sondern Rosa Luxemburg, die Humanistin, der jedes Menschenleben am Herzen lag. Rosa Luxemburg, die Liebende, die herzzerreißende Liebesbriefe geschrieben hat und viele Affären mit meist sehr viel jüngeren Liebhabern hatte. Rosa Luxemburg als Wissenschaftlerin, die jedes Thema bis auf den Grund erforscht hat. Rosa Luxemburg als undogmatische Marxistin, die gesagt hat, Marx muss weitergedacht werden und nicht einer festgefertigten Meinung hinterhergehinkt sein. Die Tierliebhaber,
Jahren, die wunderschöne Beschreibungen über Vögel und Hummeln und Bienen gemacht hat, die sprachbegabte Rosa Luxemburg, die 5 Sprachen in Wort und Schrift beherrschte, die sozialistische Demokratin, die demokratische Sozialistin, die auf politische und soziale Freiheiten beharrte, die Antikapitalistin, die für eine sozialistische Gesellschaft kämpfte, die bedingungslose Revolutionärin, die wirklich als Ziel, als politisches Ziel die Weltrevolution vor Augen hatte, die Pflanzenliebhaberin, die jedes Blättchen, jede Tannennadel, jede Blüte in ein wunderschönes Herbarium geklebt hat, die Kulturliebhaberin, die gerne in die Oper gegangen ist, die schöne Musik gehört hat, die klassische Literatur gelesen hat und diese hohe Kultur auch immer den Arbeiterinnen und Arbeitern näher bringen wollte. Und natürlich die Friedensaktivistin, die Antimilitaristin, Rosa Luxemburg als knallharte Revolutionärin, die wirklich die Revolution gefordert hat. All das kam vor, dieser Facettenreichtum dieser Frau kam vor in den Biografien und in der Literatur und eben nicht nur die fehlerhafte Rosa Luxemburg oder die blutige Rosa. Heute erfolgt kein Aufschrei mehr durch die Gesellschaft, wenn Rosa Luxemburg irgendwo abgebildet wird. 2010 erschien eine Dokumentationsserie beim ZDF, die hieß Die Deutschen. Und Rosa Luxemburg wurde eine eigene Doku gewidmet. Und es gab eben keinen Aufschrei mehr. Also das heißt, Rosa Luxemburg ist in der Gesellschaft angekommen. Wofür steht Rosa Luxemburg heute? Zum einen kämpfte sie gegen Kapitalismus. Und die weltweite Ungleichheit zwischen Arm und Reich ist eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. Rosa Luxemburg engagierte sich ihr Leben lang für den Frieden. Und auch das ist eines der wichtigsten Themen an linker Politik heute. Und Rosa Luxemburg lehnte Nationalismus entschieden ab. Das führe zu Krieg und zur Spaltung der ArbeiterInnenbewegung. Übrigens, Rosa Luxemburg wird heute auf der ganzen Welt als eine nicht erprobte sozialistische Alternative wahrgenommen und erforscht, denn sie stand wie keine andere für einen Sozialismus, der auf politischen und sozialen Freiheiten aufbaute. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wie Rosa Luxemburg dargestellt wurde und wie sie gesehen wird. Deshalb möchte ich jetzt gerne mit einem Zitat enden, wie sie sich selbst gesehen hat. Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt, fest und klar und heiter sein? Ja, heiter, trotz alledem und alledem. Denn das Heulen ist Geschäft der Schwäche. Mensch sein heißt, sein ganzes Leben auf das Schicksals große Waage freudig hinwerfen, wenn's sein muss. Sich zugleich aber an jedem hellen Tag und jeder schönen Wolke freuen. Ach, ich weiß keine Rezepte zu schreiben, wie man Mensch sein soll. Ich weiß nur, wie man's isst.